Thomas Müller, 3 Tore gegen Portugal. Glaubst du, er schießt uns zum Weltmeistertitel? Ja. Ja, 3 Tore in einem Spiel. Was will man da noch mehr? Also zum Auftakt. Ich bin fest davon überzeugt, also wie er aufgetreten ist, definitiv. Man hat immer gemerkt, er hat den Willen zum Sieg und ich hoffe, dass es so weitergeht. Naja, der Thomas Müller weiß halt, wann er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu stehen hat. Ich denke, da kann schon noch das eine oder andere Tor kommen, ja. Gut, aber ob es zum WM-Titel reicht, schön wäre es natürlich. Er hat bei der letzten WM schon die Torjägerkrone geholt. Wir haben gestern einen super Start ins Turnier geschafft, 3 Tore vorgelegt. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt im 3-Tore-Rhythmus weitergeht, aber wenn er sich nur noch ein einziges Tor aufhebt und dann im Finale trifft und uns zum Sieg schießt, dann bin ich absolut zufrieden. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht genau. Thomas Müller war natürlich klasse im Spiel gestern, war super. Und werden wir mit ihm auch Weltmeister? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Brasilien macht's. Ich denke nicht nach. Warum nicht? Weil es nicht ausreicht. Ich denke, dass die anderen Mannschaften einfach so stark sind, dass der Müller das Spiel nicht allein macht. Aber wer soll in Deutschland noch gefährlich werden jetzt überhaupt, nach so einer Gala? Das war jetzt ein Spiel, also wollen wir mal abwarten. Brasilien ist da, Argentinien ist da, also von daher, das war jetzt eine Momentaufnahme. Ich warte mal ab auf den nächsten Spielverlauf, wir haben noch ein paar Wochen und da wird sich schon zeigen, dass die anderen Länder genauso gut Fußball spielen können wie unser Müller. Es sind viele gute Mannschaften mit dabei und die Spanier waren uns schon immer irgendwelche Konkurrenten, deswegen wird noch spannend auf jeden Fall. Hatte ja auch Angst vor Portugal und habe eigentlich befürchtet, dass es zu Ungunsten von Deutschland ausgeht, aber war natürlich sehr überrascht über die gute Leistung und es hat mich auch sehr gefreut und es wäre wunderbar, wenn es so weitergehen würde. Ja, wir gegen Holland, also wir gewinnen und die Holländer müssen mit dem Wohnmobil wieder nach Hause fahren. Und wir mit dem Pott. Den nehmen wir mit. Perfekt, danke dir. Danke.